Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Im letzten Part haben wir den ersten Boss besiegt, Claudius hieß er glaube ich. Der hat gleich in Runde 1 unseren neuen Charakter Rebella ausgenockt. Das lief super, aber trotzdem haben wir es dann auch irgendwie geschafft, den Kampf zu gewinnen. Und jetzt werden wir uns hier im Tempel noch weiter umsehen. Wir haben da zum Beispiel ein Rätsel von dem Kollegen hier. Nochmal ganz kurz, kann mir das nochmal anhören lassen, das Rätsel. Professor Wunderlich, was führt dich nach Strahlestrand? Ein neues Rätsel? Ja. Ganz genau. Ja, werde ich. Ja, ist gut. So, genau. Kammer der zwei Söhne, das Rätsel geht so. Der König heftet den Stern seinem Lieblingssohn an. Der Ausgestoßene läuft davon, sehnt einen neuen Morgen heran. König heftet den Stern seinem Lieblingssohn an. Und der Ausgestoßene sehnt einen neuen Morgen heran. Okay. König, Stern, Lieblingssohn anheften, Ausgestoßener läuft davon, Morgen heransehnen. Genau, die Gemälde haben damit eventuell auch was zu tun, was das Ganze sehr viel komplizierter macht. Nur zu. Weil ich mich nicht mehr an alle von denen erinnern kann, aber okay. So. Kann ich die drehen oder sowas? Ja, genau, dachte ich mir schon. Okay. Der König. Wer ist denn der König von denen? Bist du der König? Achso, nee, okay. Okay, verstanden. Abbrechen. Wer ist denn der König jetzt von denen überhaupt, ist die Frage. So geht's schon los. Also hier, das hier ist der Ausgestoßene. Und der König heftet seinem Sohn einen Stern an. Okay, also ich schätze mal, ich hoffe mal, dass das hier der König ist. Und dass ich den so drehe, dass die Hand in diese Richtung zeigt. Und dass er dem hier einen Stern anheftet. Der hat sogar da auch einen Stern. Ja. Und du läufst weg und sehnst einen neuen Morgen heran. Läuft er jetzt dann zur Sonne hin? Oder, ich meine, er läuft ja weg eigentlich. Lauf mal zur Sonne hin vielleicht. Nee. Okay, das wäre jetzt meine allererste Idee gewesen. Schon mal falsch. Kann ich noch mit irgendwas anderem hier interagieren? Nee, ich muss die einfach nur richtig drehen und wenn ich sie richtig gedreht habe, dann ist es sofort gelöst oder wie? Aber hier erstmal. Sein Leben lang stand Audi im Schatten seines Bruders. Ja, da haben wir ja auch schon viel immer drüber gehört, über ihn und seinen Bruder, ja. Was, wenn wir ehrlich sind, gar nicht so schwer gewesen sein kann. Genau, das ist ja der mit den goldenen Locken auch und so. Das ist schon der hier, genau. Das ist der Bruder von Augi und der andere Sohn vom König halt. Der hier. Der heftet seinem Sohn einen Stern an. Und Augi ist der Ausgestoßene, der läuft davon. Ja, vielleicht heißt davonlaufen auch in diese Richtung hier. Weg von den anderen beiden. Aber was ist dann der sehnten neuen Morgen heran? Wie muss ich dann die Sonne drehen? In den Osten? Weil im Osten die Sonne aufgeht? Wo ist denn Osten? Ich meine, ich habe sogar ein Radar oben, aber... Ja, oder warte mal kurz, wo ist Osten? Osten ist jetzt rechts von mir. Okay, das hier ist Osten. Ja, da war es eigentlich richtig. Ja, so habe ich es ja gerade gehabt. Hier so. Ich finde eigentlich, das ergibt Sinn. Hier, mit den Tipps, die ich bekommen habe. Professor Wunderlich, was für dich? Der sagt auch ansonsten nichts dazu. Also ich glaube nicht, dass ich mit ihm reden muss. Ich glaube, dass es sich automatisch löst, wenn ich es geschafft habe. Der König heftet den Stern seinem Lieblingssohn an. Der Ausgestoßene läuft davon, sehnt einen neuen Morgen heran. Okay. Ich hab, warte mal kurz. Hat er in der anderen Hand einen Stern? Ich glaube nicht, da hat er nur einen Daumen hoch, zeigt er da, genau. Vielleicht müssen die sich auch angucken. Ich würde halt eher vermuten, dass er halt wegen dem Wort anheften, dass er deswegen mit der Hand zu ihm hin zeigt. Aber die schauen sich da mal an. Nee.
Ich meine, ich könnte einfach rumprobieren. Weil es gibt nicht so... Ja, es gibt schon ein paar Möglichkeiten. Aber... Mann, warum verstehe ich denn das jetzt nicht? Es ist dumm. Ja, hier wird es dann woanders hingehen. Ja, ich probiere nochmal ein paar Sachen durch. Ich meine, vor allem das mit dem Weglaufen bin ich mir ja nicht ganz sicher, wie das genau gemeint ist. Was damit... ob er doch zur Sonne hinläuft vielleicht. Ah, das ist es. Okay, okay. Okay, gelöst. Ja. Yay! Das finde ich sogar nicht perfekt eigentlich. Weil ich meine, okay, mit der Hand könnte man auch deuten, stimmt, dass er auf Augie zeigt und das ist hier so weg von mir quasi. Das könnte man auch deuten. Ich dachte halt wegen dem Wort anheften. Vielleicht ist es auch im Deutsch, im Englischen besser. Vielleicht ist es hier im Deutschen auch blöd übersetzt. Mit anheften habe ich halt gedacht, dass er eben mit der Hand zu seinem besseren Sohn hingreift und ihm da halt den Stern anheften will. Und deswegen mit der Hand halt zu ihm hin. Da war ich halt verwirrt. Den Rest hatte ich ja richtig ansonsten. Nur das hier hat halt nicht gestimmt. Quasi. Also nur den eine Vierteldrehung anders. Aber das kann man auch so sehen, dass er halt Augie ausstößt. Das muss ich schon zugeben. Und genau, der läuft eben weg zur Sonne hin, die sogar gen Osten zeigt. Deswegen, okay, dann passt. Okay. Okay. Yay! Gut. Ich bin so klug. So halb. So, Stern dran gehalten. Yay. Der mir wieder gar nichts bringt, weil meine Lumas noch immer, oder Sparks, noch immer nicht weiter abgegradet werden können. Ich habe übrigens schon die Fertigkeitenpunkte kurz verteilt. Das habe ich schon offscreen gemacht. Weil wir haben ja zwei neue Level-Ups beim letzten Mal auch bekommen. Und die habe ich eben schon ein bisschen verteilt. Ich bin wieder meistens auf Stärke gegangen, bei Rabbit Peach auf Heilung. Weil die soll jetzt dann gleich hier wieder meine Charaktere hochheilen. Genau. So, Keramikpanik. Oder sind tot. Schaffe ich das? Obwohl Rebella so schwach ist? Ah ja, ganz bestimmt. Da wird schon nichts schief gehen. Oder? Nee, das kriegen wir schon hin. So, also ich will jetzt den Kampf gewinnen, logischerweise. Und am besten meine Charaktere auch wieder voll heilen. Ich hoffe, das klappt. Okay, Bereich erreichen. Mhm. Top of Oms und... Sind es weitere Claudiusse? What? Aber die haben jetzt auch nicht 2000 KP, oder? Ne, haben weniger, okay. Also es sind auch Claudiusse. Aber nicht so wie der eine. Eieiei, okay. Ja, aber das ist dann gar nicht so schlimm. Bewegung und so ist exakt gleich bei denen. Die laufen auch auf mich zu, wenn sie wütend sind und so Zeug. Und Reichweite ist auch gleich. Ne, der kann weiterlaufen. Eieiei, das ist ekelhaft. Okay, dann muss ich da aufpassen. Ja, da wäre mir eigentlich Luigi lieber. Aber ich will halt die mitnehmen, weil die geschwächt sind, weil ich sie dann stärken will. Das wird wieder sowas von in die Hose gehen. Warte ganz kurz, wie viel Angriff hat der dann? Der hat ja weniger, oder? Der hat ja nicht 400. Richtig? Ja doch, also es ist weniger, aber immer noch 400. Oh weia, das wird so in die Hose gehen. Ach Quatsch, das kriegen wir schon hin, los geht's. Eigentlich wäre Luigi wieder viel, viel besser. Ich finde allgemein, dass Luigi übelst gut ist. Aber gut. So, ich kann natürlich den da oben nicht treffen. Er ist ein kack erster Zug vor allem, sag ich mal. Okay, also solange wir jetzt noch alle beisammen stehen, machen wir erstmal gleich eine Heilung. Weil jetzt, eine Heilung, weil jetzt im ersten Zug will ich eh noch nicht so arg viel Besonderes machen. Okay, so, zack. Gut. So. Ich glaube, ich werde die Bob-Oms einfach durch Nahkampf oder halt einfach besiegen, nicht werfen oder so. Dann lasse ich den herlaufen und werde den dann in einem Zug besiegen. Ich hoffe, das klappt. Das wäre dann so mein Plan. Rabbit Mario macht ja ultra viel Schaden und Rebella kann auch sehr viel Schaden machen. Deswegen, das wird dann schon klappen, hoffe ich. Okay, dann ist auch gar nicht so wichtig, wo ich stehe. Halt so halbwegs in der Nähe, dass ich dann gleich den schön treffen kann. Okay. Einfach mal alle hier so hin irgendwie. Und dann killen wir einfach mal die Bob-Oms. Los geht's. Das wird schon alles gut gehen. Bestimmt. So, zack. Und du killst mal den hier. Jo. Rums. Okay. Eintagsfliege. Du kannst noch ein bisschen näher, glaube ich. Okay. Passt ansonsten. Ich könnte das hier mal... Läuft er dann in Reichweite? Läuft er eh nicht, okay. Und das ist wieder riskant. Also Sturmklinge von ihr gegen die Claudiusse ist dumm.
Weil das aktiviert sich ja nur, wenn die in Reichweite kommen. Und wenn ich das aktiviere, kommen sie noch mehr in Reichweite und dann können sie Rebelle halt angreifen. Deswegen, das da ist Heldensicht oder Eisenblick besser von Mario oder Luigi als das hier. Aber gut. Ja, passt, glaube ich. Jo. So, der Bomb kommt auch ein bisschen her. Der auch. Und du natürlich auch. Aber nur ein bisschen bist du näher gekommen. Du Arsch. Ich dachte, er würde ganz nach unten laufen. Jetzt kommt nämlich Rabbit Mario nicht dran, oder? Also, ja, doch schon. Ja, aber das ist okay, weil, Rebella kann zuerst angreifen und den ein bisschen näher herlocken. Und dann ist er nah genug dran, damit dann Rabbit Mario aus der Nähe schon viel Schaden machen kann. Okay. Ja, ich habe vergessen, ihm Luma zu geben. Ich voll Idiot. Spark übrigens. Mach erstmal dann jetzt hier Buffen, weil jetzt will ich ein bisschen Schaden machen. Jo. Okay. So. Wie viel Schaden machst du denn so? Den Bob-Omb treffe ich nicht mehr. Das wäre cool, wenn ich den treffen könnte, weil ich habe eine Fähigkeit bei ihr beim Skilltree aktiviert, wo sie mehr Schaden macht, je mehr Treffer sie erzielt. Für jeden Treffer macht sie dann mehr und mehr Schaden. Aber ich meine, das macht trotzdem auch hier schon wirklich guten Schaden, muss man sagen. Und ich kann halt nicht arg viel näher ran, weil ansonsten der mich erwischt. Das ist eh schon hier ein bisschen riskant, oder? Bis dahin kann er laufen und dann so angreifen. Der kann nicht durch das Hindernis hindurch angreifen, oder? Ne, okay, nee, dann mache ich es anders, dann gehe ich doch ein bisschen weiter weg. Warte mal kurz, so mache ich 228 bis 333. Wenn ich ein bisschen, wenn ich ganz an den Rand quasi gehe. Okay, ich mache immer gleich viel. Mache ich hier auch gleich viel? Okay, ich mache eh immer gleich viel, dann kann ich auch weiter weggehen. Okay, passt. Ja, ist gut. Wartet, dass ich jetzt keinen Fehler mache. Ihr Luma ist nochmal, okay, nee. Ich mach's doch anders. Ich krieg das schon hin, glaub mir. Rabbit Peach greift zuerst an. Ja, und dadurch kommt er dann schon ein bisschen näher. Okay. So. Zack, zack. Okay. So, jetzt greifst du an. Nee, jetzt kann ich erstmal Raserei machen. Bei Raserei würde er nicht wüten, oder? Glaube ich. Richtig? Ich glaube nicht. Zack. Genau, passt. Dann greifst du jetzt von hier aus irgendwie einfach an. Moment. Ich will das ganz gerne. Das wäre ziemlich cool, wenn ich das hinkriegen würde. Dass ich ihn jetzt herlocke, dass ich dann ihren Special einsetze. Danach greift Rabbit Mario an und durch den Angriff von Rabbit Mario läuft er in die Special-Reichweite von Rebella rein und dann stirbt er. Das wäre cool, wenn ich das irgendwie schaffen könnte. Es ist möglich. Ich meine, schon ist es, ja. Okay. Einfach halt hier, ist eigentlich egal, wo ich jetzt genau stehe. Einfach halt, geh mal du ein bisschen weg. Hier irgendwo, der muss einfach nur ein bisschen näher kommen. Also, ja, nee, es ist... Wartet. Bewegung, mach mal Bewegung, locken. So. Okay. Ne, jetzt krieg ich's hin. Jetzt sehe ich das nicht mehr. Ja, egal. Aber hier so ungefähr. Der darf auf jeden Fall Rebella nicht ganz erreichen, aber er muss halbwegs nah dran sein. Okay. Passt. Ja, los. So, der erreicht mich jetzt nicht, richtig? Aber er ist nah dran. Ja, hätte sogar noch ein bisschen näher rangekommen, aber ist okay. Kann Rabbit Mario den einfach besiegen? Das wäre am allereinfachsten. Nicht sicher. Das ist aber okay, genau. Weil wenn ich mich jetzt nämlich hier hinstelle, dann kann ich ihn auch noch treffen. Und dann läuft er her, aber läuft auch in Rebella rein. Und dann kann sie in den Rest gehen. Oder ich mache einfach Raserei übrigens, fällt mir gerade auf. Das wäre natürlich noch besser. Ja. Aber das hätte auch so funktioniert. Also, man kann da schon wirklich viele taktische Sachen machen. Das ist ziemlich cool. So, stirb. Bam. Okay, aber mein Plan war auf jeden Fall gut durchdacht. Der hätte funktionieren können, wenn ich jetzt nicht mehr die Raserei eh noch gehabt hätte als Notfall. Okay. Passt. So, sehr schön. So, ja, komm, läuft schneller. Der da hinten kommt dann auch noch. Den werde ich dann halt ähnlich besiegen. Und dann kriegen wir das auch hin. Okay. Jetzt erstmal die beiden. So, rums. Bam. Okay. Und Rabbit Peach.
Kill den hier. Zack. So. Jetzt ist ja, glaube ich, schon nur noch der eine übrig. Der andere Claudius halt. So. Ja, ist okay. Passt. Mhm. Wenn der auch besiegt ist, dann ist ja easy. Ne, okay. Ja, okay. Es kommen auch wieder neue. Ich muss ja den Bereich erreichen. Aber das ist trotzdem okay. So, im nächsten Zug könnte ich dann schon Action machen. Aber ich kann mir auch noch einen Zug Zeit lassen. Wenn ich mir mehr Züge Zeit lasse, ist es eigentlich besser für mich, weil dann meine Cooldowns wieder kommen. Das Heilen zum Beispiel auch. Das machen wir übrigens wieder. Ja. Yep. Okay. All die Likes abstauben. Okay, Rebella ist schon fast wieder voll geheilt. Und dann warte ich einfach mal. Ja, passt. So. Okay, neuer Gegner. Okay, ein Bob-Omb nur. Das ist ja gar kein Problem. Noch einer. Okay. Ja, ist trotzdem nicht schlimm. Bob-Ombs sind ja mega einfach. Noch einer. Ja, das ist trotzdem okay. Da mache ich mir keine Sorgen. Okay. So, ich warte, glaube ich, immer noch einen Zug. Und erst im nächsten Zug werde ich ihn dann angreifen. Weil dann kann ich auch mit Raserei wieder arbeiten und so. Dann. Oder? Ich könnte hier auch schon ein bisschen Raserei machen. Nee, dann greife ich doch jetzt schon an. Was soll's? Ich glaube, ich kann ihn wieder besiegen. So, Turboladung. Wenn ich es einfach ähnlich mache wie gerade eben, von der Reihenfolge her auch, dann dürfte es ja eigentlich ausreichen. So, los geht's. Bam, bam, bam. So, dann Rebella wieder als nächstes. So, dass er nicht herkommen kann. Hier, da dürfte er, glaube ich, nicht hinkommen, hoffe ich mal. Und los. Okay, nah dran, aber nicht zu nah, passt. Und du machst erstmal Raserei. War sogar ein Crit. Und dann reicht's eh wieder. Okay, dann muss ich gar nicht den Special von Rebella einsetzen. Passt. Easy. Okay. Sehr schön. So, kommen jetzt nur noch Bob-Ombs. Dann wäre es jetzt easy. Wenn jetzt auch noch halt ein weiterer Claudius kommen würde, hätte ich vielleicht noch ein Problem. Aber so ist dann easy. Okay. So, jetzt geht mal einfach alle schön nah ran. So, zack. So nah, wie es geht. Und du auch. Kann ich einen Doppelteamsprung hier machen oder so? Nee, habe ich ja nur einen. Aber da kann ich bestimmt später auch noch mehr bekommen, dass ich mehrfach gleich Teamsprung machen kann. So, ich kann doch mal die hier killen. Zack. Wunderbar. Passt. Ja, okay, neue Gegner wieder. Aber wenn das auch wieder, wie gesagt, nur Bob-Ombs sind, dann ist kein Problem. Und selbst wenn es ein stärkerer Gegner ist, ich kann im nächsten Zug mich dann schon eigentlich easy zum Ziel begeben. Das dürfte kein Problem sein. Okay. Jetzt mal trotzdem kurz nachdenken. Also erstmal nochmal einmal eine Heilung. So, dann bist du voll geheilt. Und ich habe mir Münzen gespart. So. Rabbit Mario. Warte mal, Peach stellt sich mal hier so hin, damit du möglichst weit kommen kannst. Okay. So. Okay. Und du kannst mal den hier einfach killen. Oder beide. Ich kann sogar beide hier treffen. Nice. Ja dann, los geht's. Zack. Das Blöde ist nur ein bisschen, ich glaube, wenn das war gerade eben so, wenn ein Gegner aus dem Portal kommt, darf er auch sofort angreifen. Deswegen, da muss ich ein bisschen aufpassen. Weil ich kann halt jetzt noch nicht den Bereich erreichen. Und da muss ich ein bisschen eben drauf Acht geben. Ja. Geh mal hier so hin. Damit Rabbit Peach noch wegspringen kann. Das geht noch, oder? Ja, gut. Kannst du noch ein bisschen näher. Aber nicht zu nah ran. Ja. Ja, das war jetzt dumm. Aber da kommen ja keine Gegner, die in Fernangriff haben. Das wird schon passen. Und im nächsten Zug dürfte ich dann den. Oder? Ne, geh mal sogar. Geh doch hier hin, ist doch egal. Im nächsten Zug kann ich damit Rabbit Peach den Bereich erreichen. Ja. Okay, passt. So, was kommt da? Nur Bob-Ombs, okay. Ja, dann bin ich safe.
reicht doch gleich. Und noch ein Portal, aber das ist jetzt egal. Jetzt ist alles easy. Warte mal, du hast hier so eine Range. Okay, das ist gut. Dann gehe ich hier hin. Mhm. Und nehme ich da jetzt eigentlich Schaden, wenn ich Raserei mache? Mal kurz testen. Ne, Engler auf Zeit explodieren, ja. Rebella nimmt auch keinen Schaden, hoffe ich. Oder? Nee, aber war kurz davor. Okay. So, und easy. Yay! Und wieder vollgeheilt. Na also, geht doch. Mhm. Ich bin nämlich ein taktisches Genie. Und vor allem bin ich sehr knauserig. Jede Münze, die ich mir sparen kann, ist eine gute Münze. So, hallo Tod. Mir geht's gut. Das ist nicht das erste Mal, dass ich auf einem Abenteuer in gefährliche Situationen geraten bin. Das ist ja schön für dich, Tod. Das ist schön für dich. So, dann kann ich hier noch weitergehen. Da muss ich einen Stein einfügen. Den sehe ich da hinten schon. Mhm. So, mal kurz zur Seite bewegen. Okay. So nicht hängen bleiben. Ja, komm. Und damit aktiviere ich irgendwas Cooles. Hoffentlich. Hm. Eine Truhe. Yay! Planetenmünze. Und ein paar Sternteile. Okay, nice. Dann haben wir, glaube ich, hier auf der Seite alles gemacht. Ja, und können dann hier weitergehen. Da ist dann gleich die nächste Quest, die auf uns wartet. Mhm. Ein neues Bild haben wir hier auch wieder. Für seine Eltern lief das Fass endgültig über, als Augie bei Perfettus Hochzeitsfeier mit dem Sonnenwagen der Familie im Pool des Nachbarn landete. Hm. Aber das mit den Bildern hier ist ziemlich cool, finde ich, dass man da noch eine kleine Hintergrundgeschichte bekommt zu Augie, seinem Bruder und seinem Vater. Das ist ziemlich cool, finde ich. Das Rätsel hat ja auch damit was zu tun. Das ist nice. Verschlossene Röhre, erforderliche Sparks 4 von 12. Schalte. Was? Also 12 Sparks brauche ich einfach. Okay, das dauert quasi noch. Das kann ich erstmal nicht machen. Okay. Aber da ist noch ein random Goomba. Der bewacht hier was für einen Weg? Den da. Warte mal ganz kurz. Mein Zielort ist da oben. Ja, dann gehe ich zuerst den anderen Weg entlang. Immer zuerst erkunden. So, Goomba, stirb. Wir schauen uns trotzdem wieder ganz kurz die Battle Map an am Anfang, aber das werde ich wieder rausschneiden. Das dürfte wieder geschenkt sein, der Kampf. Oh nein, so viele Goombas. Was soll ich nur gegen Goombas tun? Ich bin total chancenlos gegen die. Okay. Ja. Easy. Hey. Ich habe sogar wieder vergessen, Rabbit Mario noch einen Spark zu geben, aber ist eh egal. Das war sowieso ultra einfach. So, jetzt können wir aber noch dann diesen Weg hier ein bisschen weiter entlang laufen. Ich meine, es wirkt eigentlich auf der Karte so, als wäre hier noch viel, viel mehr. So, weil ich meine, hier komme ich ja schon raus. Und hier ist halt noch voll viel anderes Zeug. Da ist dann ein Weg wieder hier zurück und da ist noch eine Nebenquest. Und hier ist dann noch irgendwas Krasses von schlimm zu aussichtslos. Was auch immer das dann ist. Aber ich gehe jetzt mal zuerst hier entlang einfach. Vielleicht ist es sogar so, dass das eigentlich schon der richtige Weg wäre. Dass ich aber jetzt noch nicht weiterkommen kann. Weil ich zuerst eigentlich schon zum Zielort gehen muss. Und hier ist halt noch irgendwas versperrt oder so. Aber solange es geht, werde ich mal hier entlang laufen. Okay. Grüne Münzen. Sind die unten? Ah ja, unten sind die, okay. Moment, nochmal neu. So. Okay. Runter. Schnell. Beeilung! Ja, hier. Okay. 5 dürften es sein. Wenn das wie in NSMB ist. Yep. Yay! Noch eine Truhe. Ja. Mit Geld! Jawohl! Nee, hier will ich ja nicht hin. Das ist ja der richtige Weg. Moment. So, hier. Okay, wäre das große Tor, was mich dann hier nach oben führen würde.
Ja, da habe ich auch schon einen Gegner gesehen, der da rumläuft. Aber erstmal noch hier. Aha, da ist ein Powerblock. Den nehme ich gerne mit. Und hier komme ich sogar nicht nach unten. Da unten waren wir auch schon mal. Also hier ist dann nichts anderes mehr. Okay. Ja, nicht hängen bleiben, komm. Will ich jetzt hier... Oh Gott. Auch noch kurz entlang gehen? Ei, so, zack. Das ist ja auch wieder nur so ein random Encounter-Gegner. Der ist auch wieder nicht schwierig. Auch wenn das so ein Claudius-Dude ist. Ist nur einer dafür, oder? Ja, gegen einen ist ja auch gar kein Problem. Ne, zwei sind's. Okay, noch so ein Normalo. Ja, das ist trotzdem easy. Das kriege ich hin. Wunderbar. Ja, die geben ja auch nur ganz wenige EP, weil die wirklich sehr, sehr einfach sind, die Kämpfe. Mhm. So, aber wie weit will ich jetzt hier noch laufen, bevor ich umkehre oder bevor ich den Part beende? Weil ich will hier jetzt nicht mehr in einen ultra krassen Kampf eigentlich reinstolpern, aber ich habe das Gefühl, dass das gleich passieren wird. Nee, dann werde ich jetzt hier mal doch warten. Ja, dann würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Beim nächsten Mal werden wir uns noch hier im Tempel weiter umsehen. Erstmal werde ich noch hier an diesen Ort hier hingehen, wo man eigentlich gar nicht hingehen soll. Aber ich, hier passiert irgendwas von schlimm zu aussichtslos, also irgendwas mit einem Spark. Vielleicht kriege ich hier einen neuen Spark wieder oder so, keine Ahnung. Und wir werden aber auch beim nächsten Mal dann den richtigen Weg entlang gehen, hier entlang bei der Tür, wo wir dann, das ist ja anscheinend unter dem Leuchtturm, wo wir halt dann von unten zum Leuchtturm wieder hinkommen können, hoffe ich mal. Und dass wir dann da weitermachen können. Also so oder so beim nächsten Mal wird es weitere krasse Sachen und krasse Kämpfe geben. Bisher ist das Spiel echt ziemlich cool, macht mir voll viel Spaß bisher. Und ich hoffe, dass es so bleiben wird. Ist echt nice bisher. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.